You see, so we proceed in our exegesis of this chapter. Und in unserer Aufklärung dieses Kapitels setzen wir fort. You see, we've explained from the verse number 4 up till the verse number 10. Und wir haben von Vers 4 bis Vers 10 erläutert. And so we want to proceed from the verse number 11. Dann schreiten wir ab Vers 11 fort. And so please, if you are new watching us, go to our previous lessons and, you know, just abrase yourself with all that which we have discussed up till now. Und falls du heute zum ersten Mal zuschaust, dann bitten wir dich, unsere vorigen Sendungen, ja, dass du die mal anschaust, denn da haben wir vieles, also was also der Anfang angeht, erläutert und auch erklärt. And so for reminder again, you are listening to New Testament preachers. Und nochmal zur Erinnerung, ihr hört nämlich neutestamentliche Prediger. Ministers of the Spirit. Ja, Diener des Geistes. Glory be to God. And so the verse 11, it says, and many false prophets shall rise and shall deceive many. Und in Vers 11, da hieß es, viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. And so I want us to just put our focus on deceive. Und ich möchte, dass wir unsere Aufmerksamkeit und zwar auf verführen. Is the word planao in the Greek. Und im Griechischen heißt verführen planao. It is the same word that Jesus used in Matthew 22, the verse number 29, which I would like us to refer to right now. Und das ist derselbe Begriff, weil Jesus erläutert hat in Matthäus 22, Vers 29. Matthew 22, the verse number 29. Ja, Matthäus 22, 29, bitte auch. Now, Jesus is responding to the Sadducees that came to him with a question concerning resurrection. Nun antwortet Jesu, und zwar den Sadduzäern, die zu ihm gekommen sind, mit einer Frage über die Auferstehung. You see that from the verse number 23. Und das findet man ab Vers 23 vor. And so that you don't forget, you know, we talked about the second coming of Christ in Hebrews 9, the verse number 28. Und bitte einfach zur Erinnerung, wir haben über die zweite Ankunft Christi gesprochen, in Hebräerbrief 9, Vers 28. As resurrection. Und da haben wir es als Auferstehung. You see, that is why, you know, that's why Paul says that our faith, Christian faith, is based on resurrection. So it's all about Jesus Christ coming out of the womb, out of the womb of death, coming out of the tomb, the sepulchre. It is all about Jesus Christ having destroyed the earthly temple, the temple of religion, and have brought to us life. So that is the basis, the foundation of your belief as a Christian and my belief as a Christian. Und deshalb dein Glaube und mein Glaube ist hierauf fundiert, nämlich auf die Auferstehung. Ja? Denn als Jesus aus dem Grab rauskam, da wurde das Christentum geboren. Da wurde der Christentum geboren. Und warum? Ja? Der Tod diente als, sag mal so, als Mutterleib, damit der Neugeborene, damit der Glaubende an Christus als Leben wirklich hervorgebracht wird. Und deshalb, die Auferstehung ist unser Fundament. Halleluja. Amen. So very important. Und das ist sehr wichtig. So the question that was addressed to Jesus was concerning the resurrection. Und die Frage, die Jesus gestellt wurde, ist bezüglich der Auferstehung. And so we're interested, you know, because of time, you can read it on your own, please, just to abreast with all the information and the context of this. Also in eurer Zeit, beziehungsweise ihr könnt es bitte selbst auch vollständig lesen, wegen der Zeit, damit ihr auch völlig im Bilde seid. And so, but we're interested with the answer of Jesus, which is stated here in the verse number 29. Jesus answered and said unto them, ye do eared, not knowing the scriptures, nor the power of God. Und wir sind nur an die Antwort Jesu interessiert, nämlich Vers 29, alle hatten, denn Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. So the word irrt there is the same word
use for deceive here, und planao. Der Begriff irrt oder zu irren ist hier nämlich auf demselben griechischen Wort planao wie bei verführen. And so, what is Jesus saying? You go astray, for you know not one the scripture. Und was ist Jesu Aussage hier? Also, ihr irrt euch, weil ihr zuerst die Schrift nicht kennt. And the power of God. Und als zweites die Kraft Gottes. Okay, so these are the two things that you, that we can, we are deceived because we don't know the scripture and we don't know the power of God. Also, das sind die zwei Sachen, wodurch, wenn man sie nicht kennt, wenn man sich diese nicht bewusst macht, man kann verführt werden. Einmal die Schriften und einmal die Kraft Gottes. So what is a scripture? Und was heißt die Schrift? Quickly, John 5, the verse number 39. Johannes Evangelium 5, Vers 39. So John 5, the verse number 39. Johannes 5, 39. Jesus said, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. And they are they which testify of me. Ihr forscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. So what are the scriptures? Also was sind die Schriften? They are the testimony. Sie sind die Zeugnisse of Christ. Von Christus. Very clear. Das ist wirklich klar. And so the scriptures are the testimony of Christ. Also die Schriften sind die Zeugnisse Christi. So you go astray, you are deceived because you don't know the testimony of Christ. Also man wird verführt, man irrt sich, weil man die Zeugnisse Christi nicht kennt. And so in 1 Corinthians 1, the verse number 6, in 1. Korinther 1 bitte aufschlagen, wir lesen Vers 6. 1. Corinthians 1, the verse number 6. 1. Korinther 1, wir lesen Vers 6. Now Jesus says, let me start from the verse number 5. Ich fange mit Vers 5 an. The verse number 5, 1. Corinthians 1 from 5 to 8. So it says that, that in everything ye are enriched by him in all utterance and in all knowledge. Vers 5. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Then he continues the verse number 6, he says, even as the testimony of Christ was confirmed in you. So wie das Zeugnis Christi in euch gefestigt worden. You see what he's saying to the Corinthians? Also seht ihr, was Paulus zu den Korinthern sagt? He says the testimony of Christ, the scripture, is confirmed, ja, in them. Das Zeugnis Christi, sprich die Schriften, sind in ihnen gefestigt worden. You see, when we talk of confirmation, we're talking of establishment. Wenn wir von der Festigung sprechen, wir reden davon, dass es wirklich, ich sag mal so, unerschütterlich, unzerstörerisch ist. You see, the scripture, the scriptures, die Schriften, they are the words of truth. Sie sind die Worte der Wahrheit. And so they are testifying of the trueness of Christ. Die Schriften bezeugen die Wahrhaftigkeit Christi. And so Paul is saying to the Corinthians, nun spricht Paulus zu den Korinthern, that the testimony of Christ is confirmed in them. Dass das Zeugnis Christi in ihnen gefestigt ist. Amen. So the truth, die Wahrheit also, is confirmed in them. Ist in ihnen befestigt. That is the scripture. Aber genau das macht die Schrift. Why? Because now, if you look at 1 John 5, the verse number 20, wenn du 1. Johannes 5, Vers 20 anschaust, he says the Son is come. Und da heißt es, der Sohn ist gekommen. Ist komm. Er ist gekommen. The tenses are very important. Ja, also die Zeiten sind hier sehr wichtig. He didn't say hat come, is. Das heißt nicht war gewesen oder wird erst kommen. It means he's present. Das bedeutet, er ist gegenwärtig. Why? Warum? Right now, with, he's present with you. Bei dir ist er gegenwärtig.
the Son of God is come so that you may have an understanding. Der Sohn Gottes ist gekommen, wozu? Damit du Verständnis bekommst. Amen. What is that understanding? Und wozu dieses Verständnis? Is that he is the truth. Dieses Verständnis heißt, er ist der Wahrhaftige. And that you and I, we are in him. Und die nächste Sache über dieses Verständnis ist, dass du und ich, wir sind in dem Wahrhaftigen drin. Glory be to God. So we are part of the truth. Also wir sind Teil der Wahrheit. So that is why the testimony of Christ, the testimony of the truth could be confirmed. It could be settled. It could be attested in the Corinthians because they were part of the truth. And so today we read of the Corinthians, but of us also because we are in Christ. So the scripture is being confirmed in us. Dementsprechend, die Schriften konnten in den Korinthern nämlich gefestigt sein. Warum gefestigt? Beziehungsweise die Schriften konnten als Zeugnis in den Korinthern gefestigt sein. Warum? Weil die Korinther ein Teil von dieser Wahrheit sind. Und diese Schrift, also diesen Teil, beziehungsweise dieses Zeugnis gilt uns auch. Denn warum? Wir sind in Christus. Das heißt, das Zeugnis Christi ist in uns gefestigt. Warum? Weil wir Teil der Wahrheit, weil wir eins sind mit der Wahrheit. Glory be to God. And so Jesus said, so sprach Jesus, there is something that will happen to the lives of people individually. Es gibt etwas, was in dem Leben der Einzelnen passiert. He says, many false prophets shall rise and shall deceive many. Wenn wir zu Matthäus 24, Vers 11 wieder zurückkehren, und da heißt es, und viele Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. So many shall bring you astray. Also viele werden, also viele Propheten werden kommen, um die Menschen in die Irre zu leiten. So now, from what we've just deduced, nun, aus dem, was wir gerade gewonnen haben, a true prophet, ein wahrer Prophet, confirm, bestätigt, the testimony, nämlich das Zeugnis, of Christ, Christi, in you, in dir. He confirm, ein wahrer Prophet bestätigt, the trueness of your being, die Wahrhaftigkeit deines Wesens. A true prophet, ein wahrhaftiger Prophet, does not look at the facts, schaut nicht nach den Tatsachen, even the facts that will happen, selbst die Tatsachen, die noch geschehen werden. He looks at the facts that are permanent. Nämlich ein wahrhaftiger Prophet schaut auf die Wahrheit, die dauerhaft ist. So, a false prophet, ein falscher Prophet, is not necessarily those that, you know, may perform great miracles. Sind nicht unbedingt diejenigen, die großartige Wunder bewirken. That is not a credential. Also das ist keine Voraussetzung, you know, für falsche Propheten. He can perform great miracles. Also jemand kann Wunder bewirken. But if he doesn't confirm the testimony of Christ in you, doch wenn diese Person das Zeugnis Christi, wovon du ein Teil bist, dieser Wahrheit, wenn der diese nicht in dir bestätigt, he's not helping you on the process of working out your salvation with fear and trembling. So there is no exodus from the earthly way of thinking to the higher way of thinking that is happening in you. So he's a false prophet because he points to you, your salvation, outside of you. Und dementsprechend hilft dir dieser Mensch, der sich Prophet nennt, nämlich nicht, dass du deine Errettung aus dir heraus bewirkst. Er hilft dir nicht, dass Exodus, dieser Auszug, dass, ich sag's mal in meinen Worten, diese Befreiung Christi, diese Herrschaft Christi, die in dir ist, er hilft dir nicht, dass das rauszukommen und dass es auch dauerhaft da ist, sondern was tut dieser Mensch? Dieser Mensch zeigt dir deine Errettung außerhalb von dir. Amen. Amen. That is a false prophet. Und dieser Mensch ist ein falscher Prophet. And so please, und deshalb bitte, the Lord Jesus has come.
Der Herr Jesus ist schon angekommen. Is in you. Er ist in dir. So anyone that is bringing your consciousness, your awareness from Christ in you, no matter the miracle he does, no matter the affluence that he has, no matter how great the person may be externally, no matter how respectful the person may be, he is a false prophet in terms of your salvation, in terms of bringing you into that place of your glory. He is false. So please don't hearken unto those people. Und dementsprechend jemand, der dir den Christus in dir leugnet, der dir nicht zeigt, dass Christus in dir ist deine Errettung. Und es ist wichtig, dass du aus dem Innern, sprich aus deiner Seele hervor, die Errettung erlebst. Wenn jemand nicht hervorhebt, dass du in Christus eins bist, und er hebt nicht hervor, dass du in Christus bist und die Errettung aus deinem Innern ausgearbeitet wird, und zwar mit Ehrfurcht und Zittern. Wenn das nicht gesagt wird und dir nicht gezeigt wird, wenn man dir nicht von innen hilft, damit du in die Errettung, in die vollständige Errettung kommst, deiner Seele. Was geschieht? Egal wie reich diese Person ist, egal wie viel Wunder er tut, egal wie, ich sag mal so, wie geachtet und geliebt äußerlich er ist, egal was er äußerlich tut, dennoch, bezüglich deiner Einheit mit Christus, ist dieser Person ein falscher Prophet. Amen. Amen. Glory be to God. And the second point, of course, is the power of God. And we understand the power of God is the gospel. The gospel is the power of God unto salvation. So what is the content of the gospel? The content of the gospel is actually the revelation of your righteousness, of your right standing with God, of your power with God. And if that is not what is being said about you, then that person, of course, is bringing you astray. It is deceiving you. He is a false prophet. Und der zweite Punkt bezüglich der Schrift ist die Kraft Gottes. Und wir alle verstehen, so wie Römer 1 und 16 und 17 hergibt, nämlich, dass es ist das Evangelium, was Gottes Kraft ist, und zwar zur Errettung. Und wenn jemand dir das Evangelium nicht gibt, sprich die gute Nachricht, ja, was geschieht denn da? Wenn jemand dir nicht zeigt, den Inhalt des Evangeliums, nämlich, dass du auf derselben Ebene, dass du gerecht bist, dass du auf derselben Ebene mit Gott stehst. Wenn jemand dir nicht zeigt, wer du innerlich bist, und zwar auf derselben Höhe wie Gott, dieser Person ist ein falscher Prophet. Amen. And so because Revelation tells us, denn Offenbarung berichtet uns, that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Nämlich, dass das Zeugnis Jesu den Geist der Weissagung ist. You see, testimony. Ja, hier sehen wir wieder Zeugnis. Which is the scriptures. Und dieses Zeugnis ist wiederum die Schriften. Okay, So, is what? The spirit of prophecy. Und diese Schriften sind der Geist der Weissagung. And so John also said, John, 1 John 1, the verse number 8, what is true of him is true of you. Und das finden wir in 1. Johannes 2, Vers 8, das was wahr ist über dich, ist auch wahr. Was wahr ist über ihn, ist wahr über dich. So when you get this truth, wenn du diese Wahrheiten bekommst, the temple of religion breaks. Was geschieht mit dem Tempel der Religion? Das Bauwerk, es wird zerstört. Amen. Hallelujah. Amen. You see, for some of us, that temple has broken for some time, for a while now. Für manche von uns, dieser Tempel der Religion ist seit einiger Zeit zerstört worden. Amen. Amen. Glory be to God. We're free. Wir sind frei. Because we know that the truth, weil wir erkennen, dass die Wahrheit, is our true nature, ist unsere wahrhaftige Natur, not the facts, nicht die Tatsachen. Hallelujah. Amen. The facts are there. Die Tatsachen sind da. But I hold on to the truth. Doch ich halte die Wahrheit fest. And I listen to those that points me to the truth. Und ich höre denen zu, die mich, und zwar auf die Wahrheit über mich, sprich auf die Schriften, auf das Evangelium, auf die Kraft Gottes hinweisen. Glory be to God. That is where deliverance is. Aber genau dort
ist die Befreiung. And there you see Christ sitting on you, in you, as you. Und zwar, und dort erlebst du, wie Christus in dir als du auf dem Thron deines Herzens sitzt. Glory be to God. The verse number 12. Vers 12, Matthäus 24. He says, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Amen. Amen. You see, the German version is more direct. Ah, die deutsche Version ist wirklich direkter. Because iniquity is lawlessness. Ja, denn ich sag mal so, im Englischen auf Deutsch übersetzt, wo das heißt Vergehen oder Übertretung, das ist Gesetzlosigkeit. Okay, because iniquity is a big word. You may not really get the grasp, you may not grasp the meaning of it in first, you know, as you look at it, but actually it simply means lawlessness. Ja, also Übertretung, Vergehen bedeutet Gesetzlosigkeit. You see, without law. Ohne Gesetz. Now, when we look at scripture, who were those people who were without law? Also, wenn wir die Schriften anschauen, welche Menschen waren gesetzlos? There were two groups of people. Es gab zwei Menschengruppen. You see, you have the Jews. Du hast zum Beispiel die Juden. The Israelite. Die Kinder Israels. God gave them the law. Gott hat ihnen das Gesetz gegeben. And the Gentiles. Und dann hast du die Nichtjuden. Were those without the law. Das sind die Nationen. Also das sind die Nationen ohne Gesetz. And without the law also means they were without God. Und gesetzlos bedeutet, sie waren ohne Gott. Okay, let's just look at it quickly in Scriptures. Ephesians 2. Das finden wir in Epheserbrief 2 in der Schrift. Ephesians 2. Epheserbrief 2, bitte aufschlagen. From the verse number 11. Wir lesen auf Vers 11. Ephesians 2, the verse 11. It says, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh. So in the flesh we are Gentiles, who are called on circumcision. Do you see? The heart is not circumcised, the flesh is still there. By that which is called a circumcision in the flesh made by hands. Ja, Vers 11 von Epheser 2. Deshalb denkt dran, dass ihr einst aus den Nationen, sprich aus den Nichtjuden, und zwar, hier steht, im Fleisch unbeschnitten genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Amen. Amen. And so here then he continues the verse number 12, that at that time ye were without Christ. Vers 12 setzt sich fort, nämlich zu jener Zeit ohne Christus wart ihr. So the Gentiles? Ja, also die Nichtjuden, which are those in the flesh, also sprich die Nichtjuden körperlich gesprochen, okay, those without the law, diejenigen, die gesetzlos waren, were without Christ, die waren ohne Christus, being aliens from the commonwealth of Israel, ausgeschlossen, entfremdet von der Bürgerrecht Israels. Glory be to God. And he says, and strangers from the covenants of promise. Und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Having no hope. Ihr hattet keine Hoffnung. And without God in the world. Und ihr wart ohne Gott in der Welt. That is iniquity. Aber genau das ist Gesetzlosigkeit. And so, when we don't live according to the Christ mind, when we don't live according to our common worth, our oneness of inheritance as the as the Jew, you know, whenever I use this word, we're not denigrating the earthly Jews, you know, but we know that God has said in his word that the Jew is the one which is inward. So today, right now, under the dispensation of the New Testament, we have this common worth. You see, what belongs to you belongs to me equally. What belongs to Christ belongs to me equally. Halleluja. Amen. Glory. Und deshalb ist es wichtig hier zu verstehen, von hinten angefangen, wenn wir vom Bürgerrecht sprechen, wir reden von das gemeinsame Recht, was uns in Christus beschert ist.
Und übrigens, was hier als Bürgerrecht Israel spricht, es steht für denjenigen, und zwar, der als vom Herzen Israelit ist und nicht nur jemand, der aus dem Mittleren Osten kommt. Und deshalb ist es wichtig für uns zu begreifen, dass hierbei in dieser Schrift, da heißt es nämlich, dass wir sind die, nämlich, dass die Menschen mal ohne, nämlich ohne Gott waren, sie waren nicht aus der Beschneidung, denn warum? Sie haben gesetzlos gelebt, sie haben außerhalb Christus. Jemand, heute jetzt mal die geistliche Bedeutung, jemand, der ohne die Gesinnung Christi lebt, ist ein Gesetzloser. Thank you, Lord. You see, so this is what he's referring to. You know, we can look at that also in the in Ephesians 4, the verse 17. Look at Ephesians 4, 17. Ephesians 4, verse 17. He says, "This I say, you know, this I say unto you, or this I say, therefore, and testified in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk." In the vanity of their mind. So this is a Gentile. Ja, also hier Vers 17, da heißt es, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Amen. So iniquity is walking in the vanity of the mind. When the mind is based on vanity, what is vanity? You know, the preacher tells us there, you know, the one who wrote Ecclesiastic, you know, he tells us that all is vanity. The things under the sun is vanity. It's not that it doesn't have relevance to our physical well-being. It simply means that it has got no permanency, no constancy. It is tainted with corruption. What is corruption? Corruption simply means that it is here today and tomorrow it is no more. And so that is what is referred to as vanity. Und deshalb ist es wichtig für uns zu begreifen, dass hier wird keine Menschengruppe angegriffen oder hervorgehoben, sondern der Menschheit gleichermaßen. Wenn jemand nämlich nicht in der Gesinnung Christi wandelt, ist dieser Person gesetzlos. Gesetzlos heißt, die Person wandelt in der Nichtigkeit seiner Gesinnung. Ja, was heißt Nichtigkeit? Das heißt, die Person bevorzugt alles, was er körperlich, physisch, also wahrnehmen kann mit seinen fünf Sinnen, zu dem, was er im Geiste, was er im Herzen wahrnehmen kann in Christus. Amen. And so, because of that, see, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. In Vers 18, sie sind verfinstert am Verstand. Ja? Also sprich, es hat mit einer menschlichen Gruppierung nichts zu tun. Es hat damit zu tun, weil Christus nicht in der Gesinnung ist. Weil Christus nicht in ihrer Gedankenwelt, in ihrem Gefühlswelt sind sie verfinstert. Und dann geht es hier weiter, nämlich entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Amen. So now we see these two. You see, vanity of their minds simply means iniquity. Ja, wir sehen beide. Wir sehen einfach mal diese Nichtigkeit ihrer Gesinnung. Das bedeutet Gesetzlosigkeit. You see, so if Jesus says, this shall abound. Und Jesus sagt, diese Gesetzlosigkeit, sprich diese Nichtigkeit der Gesinnung, die wird die Überhand nehmen. Amen. People Amen. Will be more important, put importance on things which are vain, ja? Things which has no permanency, even destroying one another, hating one another, envying one another, you know, killing one another just for vain things. He said, that shall abound. Because that shall abound, what will happen? Their hearts will be blind. This is what he means. Their love will wax cold. Und dementsprechend ist es wichtig zu verstehen, dass Jesus in Matthäus 24 macht es ganz klar, Vers 12, nämlich, weil die Menschen in der Nichtigkeit ihrer Gesinnung wandeln, was geschieht mit ihnen? Sie werden einander einfach, sag mal so, vernichten. Ja, Hass wird da sein, Neid und all diese Dinge, und die Menschen werden einander angreifen und warum?
weil sie in der Nichtigkeit wandelt. Und wenn solche Dinge, wenn die Nichtigkeit, sprich, wenn sie Dinge aus den fünf Sinnen bevorzugen als Christus, was geschieht denn? Ihre Liebe, das, was in ihrem Herzen ist, sprich, ihr Gefühl der Einheit mit Gott, geschieht was? Es wächst kalt, es wird immer erkalten. Amen. Hallelujah. Amen. So this is actually the explanation of what Jesus is saying. So look, there is time in your life, in you privately. I privately, there will be a time in which, you know, vanity will abound all over you. Everything, it's just about what you can achieve outside, the importance of the things outside. And Jesus says that that time will come, but that is to bring a veil, that is to put a veil on our hearts in order for us to be blind. Amen. So that we cannot really see his coming. Und Jesus meint, dass in jeder Person, ja, jetzt verlassen wir einfach mal dieser Bereich des Gruppendenkens, in jeder Person geschieht oder kommt eine Zeit, wo nämlich die Nichtigkeit die Oberhand gewinnt. Und wir haben gerade erläutert, was Nichtigkeit ist. Wo die Gesinnung, wo man immer die Neigung dazu, äußerlich etwas zu erzielen. Man möchte etwas schaffen. Man möchte etwas haben. Man sagt, ja, das habe ich geschafft. Man möchte einfach, nämlich man bevorzugt das Äußerliche. Und was geschieht? Wenn man auf dieser Neigung hört und hingibt, sich hingibt, was geschieht denn mit den Menschen? Die Liebe Christi in diesem Menschen, was geschieht? Und zwar erkalten. Das heißt, die Neigung für Christi wird immer weniger und immer weniger. Amen. Then the verse 13, he says, but, you see, it's actually a continuation of the 12. It's the verse number 12. He says, but he that shall endure. In other words, it is calling for endurance, for fortitude. You see, there is a time, you know, the time in which we live today, which is more materialistic, which is more earthly. So it is only those that will endure that temptation, those that will be fortify in the inside of them, because the end there is that we're talking is still a reference to the end of the world, the end of the bondage, the time of bondage, which is the eon that we spoke about in the beginning. He says, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. You see, salvation, the same shall be saved. Amen. Vers 13 ist eine Fortsetzung der Unterhaltung aus Vers 12. Wer aber ausharrt bis ans Ende. Also ich fange erstmal mit Ende an. Ende bezieht sich auf die Frage, die schon in 3 gestellt wurde. Ja, bezieht sich auf das Zeitalter und nicht auf die Endzeit. Ja, also dass man nicht wieder umspringt. Ja, okay, so. Was geschieht denn? Wer ausharrt bis ans Ende? Ausharren bedeutet, das ist die Zeit, wo man wirklich geistliche Schutzwehr hochfahren soll. Ja? Wo Nichtigkeit, wo Gesetzlosigkeit Tagesordnung ist, da muss man Christus am, sag mal so, am härtesten festhalten. Da muss man zu Christus stehen wie noch nie. Und das bedeutet ausharren. Nämlich, wer ausharrt, wer aber ausharrt bis ans Ende, sprich bis zum Ende des Zeitalters, Zeitalter wovon? Zeitalter von der Herrschaft der Nichtigkeit, von der Herrschaft des Todes, von der Herrschaft der Gebundenheit an die Religion und alles. Wenn man ausharrt, was geschieht, der wird gerettet werden. Amen. Amen. You see, we endure. What do we endure? Wir harren aus. Und ich sag mal, wobei harren wir aus? Temptation, because all those things, those vanities, they are tempting us to come away from our sonship. Ja. You know? Wir harren aus, und zwar bei der Versuchung. Denn die Versuchung ist da, um uns zu zeigen, kommt raus aus eurer Sohnschaft. Die Versuchung versucht uns zu verführen, aus unserer Sohnschaft raus. Because sonship is your completeness. Sonship is your, you know, is talking about your perfection. And when we talk about perfection, we're not talking about, you know, something which from the external has no fault. No.
No. Perfection simply means you have no want. You know, all your wants has been met. Everything that you need for life has been given to you. That is the mindset in which you work with. And that is what perfection means according to scripture. So you are then standing, you know, you're standing, you're enduring so that you hold on to your sonship, onto your perfection, so that the vanities will not draw you away from that position. Amen. Ausharren bedeutet, man hält seine Sohnschaft fest, und zwar, damit man nicht durch die Versuchungen der Nichtigkeiten, damit man nicht aus der Sohnschaft rausgeführt werden kann, also durch List aus der Sohnschaft rausgenommen wird. Denn es ist wichtig auch zu erkennen, dass die Versuchungen sind da, um der Sohnschaft zu trotzen, um zu zeigen, guck mal, ob du wirklich der Sohn Gottes bist oder ob du wirklich das, was du meinst zu glauben, ob du da wirklich dahinter stehst. Es ist wichtig auch dabei, dass wenn man ausharrt, man hält diese Ebenbürtigkeit mit Gott zusammen. Man hält es fest, man hält diese Einheit mit Gott zusammen, man hält dieses Einssein, all das, was Gott ausmacht in dir, du hältst es fest. Hallelujah. Glory be to God. You see, so James 1, the verse number 12, is the Bible says, blessed is the man that endureth temptation, endureth these vanities. For when he is tried, you know, you will be tried. Your sonship, your position, you know, because this life that we are to look in inside of us, it will be tried for you to look outside instead. So when that is tried, ye shall receive the crown of life. Why? Because he endure, because he stands, he remains on his sonship, which the Lord had promised them that love him. Amen. Glory be to God. James 1:12. Das finden wir in Jakobus 1, Vers 12, nämlich glückselig, gesegnet, der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, das heißt, nachdem dieser Mensch zu Christus gestanden und immer noch steht, was geschieht denn da? Wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das heißt, wenn man sich so nicht auch festhält, was geschieht? Die Versuchung weicht. Amen. Amen. Glory be to God. The verse number 14. Dann gehen wir zurück zu Matthäus 24, Vers 14. It says, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden und dem ganzen auf dem ganzen Erdkreis alle Nationen zu einem Zeugnis. Okay. Und dann wird das Ende kommen. Amen. Amen. You see, so here the emphasis is the gospel of the kingdom. Also hier ist der Schwerpunkt das Evangelium des Reiches. What is the gospel of the kingdom? Was ist das Evangelium des Reiches? You see, Jesus, when he came, he says that the kingdom of heaven is at hand. Als Jesus erschienen ist, da sagt er, das Reich des Himmels, also der Himmelreich, das Himmelreich ist erschienen. The kingdom, the gospel of the kingdom, das Evangelium des Reiches, is the message, is the divine message to the soul of man. Es ist die göttliche Botschaft zur Seele des Menschen. To bring the soul away from that earthly perspective to the heavenly perspective. Damit die Seele weggenommen, weggeführt wird, aus der Gefangenschaft der irdischen Blickwinkel zur Freiheit des himmlischen Blickwinkels. Okay? Amen. I repeat again. Ich wiederhole das. The gospel of the kingdom, das Evangelium des Reiches, is that divine message, ist die göttliche Botschaft, to the soul. Und zwar zur Seele hin. You see, the soul needs only one message. Die Seele braucht nur eine Botschaft. Amen. Amen. Not many. Nicht viele. That's why we emphasize since the beginning of our transmission, of our broadcast, that please
You know, abstain yourself from hearing different types of information that will bring fear and will bring instability to your soul. Your soul needs only one message to hear, and that message is embodied in the stories, in the histories of the children of Israel, in the workings of God with men, with patriarchs like David, and all is destined to your soul, to bring your soul away from the place of death to the place of life. That is the kingdom, the gospel of the kingdom. Und das ist der Grund, warum seitdem wir auf Live-Sendung sind, seitdem wir live übertragen, haben wir immer euch wirklich ermutigt, ermahnt, aber auch angefleht, dass ihr aufhört, wirklich verschiedene Infos, verschiedene Botschaften, ja, Mixtur hier und da zu hören. Und warum? Das sind so die Dinge, die die Seele, ich sag's in meinen Worten, kaputt machen. Die Seele braucht nur eins. Die Seele braucht nur die Botschaft Christi. Damit die Seele wirklich in die Festigung, in die Genesung, in das Leben hineinkommt, in die Errettung, die für die Seele bestimmt ist. Da braucht die Seele nur das Evangelium Christi. Amen. You see, so the word here, remarkably, the word that is used here is not cosmos, that we all know, is not even aeon, but it's a new word, which is, let me try to pronounce it. It is oikomene. Oikomene. Und dementsprechend ist es wichtig, nämlich der Begriff für Welt hier ist im Griechischen weder Äon noch Kosmos, sondern Oikomene. Das steht ja für Erdkreis. Mm-hmm. Amen. You see, the landscape. Ja, das steht für den Erdkreis. You know, it's talking about the civilization. Hier geht es um die Zivilisation. So the kingdom of God, or the gospel of the kingdom, this divine message addressing to our soul, bringing our soul to that place of earthly civilization into a heavenly civilization. You see, the civilization of heaven is perfect. And so the aim of God is to bring perfection into earth, so that earth and heaven will have no discrepancies anymore. And that is the reason why he says this gospel of the kingdom will be preached to all civilization. Amen. Und dementsprechend hier Erdkreis bedeutet die Zivilisation. Also wirklich da, wo jeder sich zu Hause gefühlt hat. Das Evangelium kommt, das Evangelium, und zwar des Reiches, kommt zu jedem, zu jeder Zivilisation, damit sie aus diesem irdischen Bereich rausgenommen wird und in den Himmelsbereich hineingebracht werden. Amen. That is, so that it will be a witness, it will be a testimony to every nations, every part of the world will then be influenced by that civilization. Damit, und zwar jede Nation, jeden Bereich dieser Welt, durch diese himmlische Zivilisation vereint wird, beziehungsweise zur Eins gemacht wird. Amen. Hallelujah. Amen. But it begins with your civilizations. It begins with my civilization, my landscape. You see, so that gospel that influences my soul is not just destined to my soul, it's destined to my civilization. It's destined to my family, to my relationship, to my the society, the near society that I have, so that the civilization which is contained in the gospel of the kingdom will influence my earthly civilization. That is the aim of it. So that is where we come into that place, experiencing salvation. Also zum Ziel hat das Evangelium des Reiches, nicht nur meine Seele zu beeinflussen, sondern wirklich meine Zivilisation. Also alles, was mich angeht, alles, was mich betrifft. Und nicht nur mich, sondern auch durch mich andere. Dass jede Person, der für eine Zivilisation steht, jeder Person wird durch das Evangelium von innen hervor, und zwar beeinflusst. Und das geht, und zwar auf die ganze Erde hindurch, und zwar zum Zweiten. Glory be to God. Hallelujah. So we see very, you know, we understand how important these aspects are.
Und nun begreifen wir, wie wichtig diese Bereiche sind. You see, what Jesus was actually talking about. Also worüber Jesus gesprochen hat. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I want to stop for today. Also für heute möchte ich hier aufhören. Because I want us to just digest this thing gradually. Ich möchte, dass wir langsam diese Dinge verdauen. Because the verse number 15, Vers 15 is another milestone. Da geht's einen anderen Meilenstein. And I don't want to rush it. Und da möchte ich nicht einfach drüber weghuschen. I don't want to bring it out when maybe you're a little bit tired, your concentration is low. Ich möchte das nicht hervorheben, besonders zu einer Zeit, wo deine Aufnahmefähigkeit because this verse is being used to propagate the fact that the Antichrist will come, and this is the verse, you know, the abomination of desolation, that he will come and sit in an earthly temple and defiles it, and then that will be a time in which, you know, the world will be entered into a time of great tribulation. And so, but we want to look this from the spiritual perspective and understand what that really means in terms of our personal transformation. And so we're going to dive into that tomorrow. Then, Vers 15, das ist das, was die viele Menschen, die etwas über Eschatologie sprechen, was sie verwenden. Also das ist ihr Schwerpunkt, zu sagen, okay, der Sohn des Verderbens wird auftreten und das wird geschehen. Und da kommen dann die Verfolgung, da kommen dann wirklich die schrecklichen Sachen, die Gräueltaten und alles. Doch wir möchten das nicht wirklich hetzen. Wir möchten das wirklich erläutern. Angefangen mit uns innen drin. Was geschieht mit uns innen drin? Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier an diesem Punkt aufhören und dass wir morgen fortsetzen. Thank you, Heavenly Father. Himmlischer Vater, hab Dank. And we are so grateful to come to you today with the word of the living God. Und wir sind sehr dankbar, zu euch heute nämlich gekommen zu sein mit dem Wort des lebendigen Gottes. As ministers of our glorious Lord Jesus Christ. Als geistliche Diener unseres herrlichen Herrn Jesus Christus. We've shown to you. Wir haben euch gezeigt. The way that salvation has been worked out. Die Art und Weise, wie Errettung aus unserem Innern nach außen hin bewirkt wird. Glory be to God. Ehre sei Gott. To understand that the Spirit of God is at work in your life. Damit du verstehst, der Geist Gottes ist am Wirken in deinem Leben. And what is happening, und das Geschehen ist, the conflict in the society, die ganzen Konflikte in der Gesellschaft, is as a result of the conflict that happens individually. Ist dem zufolge, weil individuell gibt es in jedem Menschen einen Konflikt. Of course, many reads this time that we are today. Und natürlich viele verstehen unsere jetzige Zeit. You see, they read the time with, you know, based on the fact that oh, things are getting bad and, you know, destruction is imminent and all this, all the like. Und sie deuten das so, dass, naja, also wenn alles so sieht so aus, als würde die Welt zu Ende gehen, dann warum? Zerstörung hier und da und Viren hier und da und Seuchen und so weiter. But our mission, doch unsere Auftrag, is to prepare you, ist euch vorzubereiten. We're not against that. Wir sind nicht gegen die Geschehnisse, beziehungsweise dass man auf die Geschehnisse achtet. You see, look at Psalm 2. Schaut euch mal Psalm 2 an. You see, Psalm 2, the hidden, the, you know, those who rule, so to speak, the world from the natural point of view, they are concocting things and trying to bring things into the world in which they will bring a system that will subjugate man and takes man's freedom. But the Bible says that he that sits in heaven shall laugh. The one who sits in my heart is laughing. They cannot succeed if your focus is right. But what they need from you and I is for us to look onto them and focus onto them, then they will subjugate us. Why? Because they will put fear in your heart, they will put anxiety and instability, and they will put you under their rulership. But when you stay back and look within you, I tell you, there are people that will not fall onto their trap. There are people that will stand and will manifest the divine power of God in the midst of their diabolic plan. And so my mission, our mission, is not to tell you about all those things. I care less about that. What I care is our salvation. God bringing his sons into manifestation. When the son stands
I tell you, all their work will cripple. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu verstehen, dass all das, was momentan am Geschehen ist und welche Mächte dahinter stecken, welche Gedanken, welche, ich sag mal so, Schlauheit und so und Gerissenheit dahinter steckt, es ist, ich sag mal so, es ist informativ. Doch das ist nicht der Kern. Oh. Denn warum? Wenn man sich auf Christus fokussiert und wenn man Christus so versteht, aus dem Blickwinkel der Liebe, aus dem Blickwinkel des Lebens, aus dem Blickwinkel, dass Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus und ich, wir sind eins. Er ist mein Geist, ich bin sein Leib. Wenn man das, wenn man zu diesem Verständnis kommt und dabei bleibt, was geschieht? All das, was von außen gekocht und gehegt und getan wird, all das fällt nieder. Denn warum? Alles, was all diese Mächte und all diese Schlaumeier brauchen, ist nur jemand, der sich ablenken lässt. Ist nur jemand, der auf ihre Tricksereien reinfällt und anfängt Angst zu haben, anfängt sich Sorgen zu machen, anfängt zu gucken, na, die planen dies und die planen jenes. Nein, 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 der Herr möchte, das ist unser Auftrag, nämlich euch in den Wegen des Herrn und dabei zu fokussieren. Dass ihr auf den Herrn fokussiert und nichts anderes. Und dass der Sohn Gottes aus euch hervorgebracht wird. Und zwar so sehr, so wie Psalm 2 das sagt, dass die Menschensöhne, die haben etwas geplant und sie sind etwas am Kochen und am Tüfteln. Und was tut der Herr? Er lacht. Er lacht. Und genauso soll es dir gehen, dass wenn der Sohn Gottes aus dir hervorkommt, so wie es geplant ist, wenn deine Seele die Errettung in Fülle und in vollem Umfang empfängt, was soll mit dir geschehen? Auch wenn du weißt, dass irgendwelche Pläne geschmiedet werden, da lachst du drüber. Warum? Weil du weißt, wenn der Sohn Gottes aufsteht, seine Feinde sind niedergeschmettert. Halleluja. One great man of God that I respect so much. Es gibt einen großen Mann Gottes, den ich so sehr achte. He always makes a statement. Er trifft immer eine bestimmte Aussage. He says, what you don't confront. Er sagt, das, was du nicht begegnest, was du nicht konfrontierst, has the right to stay. Hat das Recht, in deinem Leben zu bleiben. He says, what you don't fight, was du nicht bekämpfst, has the right to stay. Hat das Recht zu bleiben. Respectfully. Und zwar ganz, 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 ganz voller Achtung. I absolutely, perfectly disagree with that statement. Und zwar ich stimme dieser Aussage und zwar vollkommen und absolut nicht zu. You see, because many Christians, this is their point. You see, you're trying to fight something. What you're fighting, what you're confronting, you're giving your attention to it. And whatever you put your attention to, whether you're fighting it for it to go or for it not to come again, it will stand. That is why even immediately it leaves, it will still, that situation will still come again. This is not the biblical way. This is not the way that Jesus Christ has taught us. You see, Jesus Christ has taught us to focus on God, to submit on God. The greater power of Christ walking on earth was not confronting situation. It was his total submission to the Father. That was his greatest power. He says, whatever I do, I see my Father doing. So in this time in which there is a lot of issues that confront us, our confrontation, our, you know, attack against that is not a direct confrontation, it is an indirect confrontation. What does I mean? I mean you focus on God, you submit to God, God will stand and he will fight your battle in you and as you. This is the biblical way. Dementsprechend, wie gesagt, ich stimme diesem Mann Gottes nicht zu, bei allem Respekt. Denn warum? Das ist nicht die Methode Christi. Das ist nicht Christi Art und Weise. Denn etwas, was du bekämpfst, was geschieht dabei? Du fokussierst dich auf diese etwas. Und worauf dein Fokus ist, das Ding bleibt. Mhm. Das Ding bleibt. Und das Ding bleibt, auch wenn es den Anschein weg, wegzugehen, ja, aufgrund deines Fokuses, bleibt das Ding. Doch guck dir mal unser Herr Jesus Christus an. Was war seine Stärke? Seine Stärke war wirklich dem Vater vollumfänglich hingegeben zu sein. Egal was gegen ihn kam, sein Fokus war auf dem Vater.
Und das ist unsere Art und Weise. Dass was auch immer da draußen los ist, wir fokussieren uns auf den Vater, wir fokussieren uns auf die Sohnschaft, wir fokussieren uns auf das Leben, was uns geschenkt wird. Was geschieht denn mit uns? Unser Vater in uns, der steht auf, der bäumt sich und der Kampf ist seiner. Nicht deiner, nicht meiner. Denn warum? Er hat den Kampf, und zwar bevor wir hier auf Erden angetreten. Und er hat es immer gewonnen. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott.